Ostern geht zwar langsam zu Ende, wer aber seinen Kindern noch eine Freude machen will, dem empfehle ich die Ab-ins-Bett-Traumbox. Jetzt erhältlich und zwar nur hier auf abinsbett.net. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der, Achtung, Schnapszahl 222. Gute-Nacht-Geschichte am 5. April. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir gemeinsam heute am Ostermontag den letzten Ostertag oder den letzten Osterabend in diesem Jahr gemeinsam feiern. Und es wird auch noch eine osterliche Geschichte heute. Aber vorher nehmen wir die Arme und die Beine, die Hände und die Füße, denn es heißt jetzt einmal recken und strecken bitte. Jeden Muskel im Körper anspannen und die Arme und Beine so weit ausstrecken, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel an und dann plumpst ihr ins Bett hinein. Aber nicht so wild, sondern eher vorsichtig sich eine bequeme Position suchen. Und da darf man auch noch ein bisschen nach links und rechts ruckeln und schuckeln. Und dann bin ich mir sicher, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Heute gibt es wieder zwei Titelhelden, zwei Titelheldinnen, muss es richtig heißen. Zwei Geschwister, nämlich Sophia und Luisa. Und sie singen und tanzen sehr, sehr gerne. Und daher kommt auch die passende Geschichte heute am Ostermontag, am 5. April. Gute Nacht Geschichte Nummer 222. Sophia und Luisa und der wilde Ostertanz. Sophia und Luisa sind zwei ganz normale Geschwister. So wie es bei Mädels nun mal ist, verbringen sie viel Zeit miteinander und meistens haben sie auch gute Laune dabei, denn sie singen und sie tanzen für ihr Leben gerne. Und auch an diesem Ostermontag, da wagen sie einen ganz besonderen Tanz. Ostermontag ist für viele Menschen ein ganz besonderer Feiertag, denn an diesem Tag, so erzählt man sich, ist Jesus wieder auferstanden. Und auch für Sophia und Luisa sollte dieser Ostermontag ein ganz besonderer Tag werden. Gestern haben sie Ostereier gesucht. Das machten sie immer am Sonntag und sie waren richtig gut, denn sie haben kein einziges Osterei und Osternest im Garten übersehen. Sophia und Luisa konnten sich den Bauch gar nicht so vollschlagen, so voll wie ihre Osternester waren. Außerdem gab es auch noch eine kleine Überraschung von den Eltern für die beiden Mädels. Ein Geschenk, über das sie sich wirklich gefreut haben. Und heute, am Ostermontag, hatten sie auch noch einen Wunsch frei. Sophia und Luisa brauchten nicht lange zu überlegen, was sie machen wollten. Sie haben sich überlegt, dass ja Ostern sowieso eine Zeit mit viel Tradition ist, wo man viele Dinge macht, wie Ostereier suchen. Und das macht man auch nur an Ostern. Gibt es denn noch andere Dinge, die man nur an Ostern macht? Sophia und Luisa überlegten. Gänseblümchen zupfen, sagte Luisa. Nein, das kann man an Ostern machen, aber geht auch noch danach oder auch davor, meinte Luisa. Eier essen. Nein, selbst Ostereier kann man mittlerweile fast das ganze Jahr über im Supermarkt kaufen. Das wussten die beiden Mädels auch. Ihnen ist nichts eingefallen, was es nur an Ostern gibt, außer eben den Osterhasen und die Ostereier und das Osternest und das Ostern überhaupt. Aber ansonsten wussten sie nicht so viel. Zeit, etwas zu erfinden. Und das machten die beiden auch. Sophia und Luisa überlegten den ganzen Montag, was sie sich einfallen lassen können. Eine ganz besondere Spezial-Ostergeschichte wollen wir haben. Eine Tradition, die sich jedes Jahr Ostern wiederholt. So wollten es die beiden. Ostereier gibt es schon. Einen Baum aufzustellen, nein, das erinnert zu sehr an Weihnachten. Wir müssen etwas machen, sagte Sophia, was uns beiden richtig gut tut. Singen, meinte Luisa. Ja, aber singen, machen sie schon immer am Advent. Jeden Adventssonntag gehen Luisa und Sophia mit der Familie singen. Das berühmte Adventssingen. Ja, das können wir an Ostern nicht machen. Und dann kam die Idee.
Sophia und Luisa singen nicht nur gerne, sie tanzen auch gerne. Und deswegen haben sie sich einen ganz speziellen Ostertanz ausgedacht. Den wildesten Ostertanz, den es überhaupt geben kann. Und es kommt alles drin vor, was man zu Ostern braucht. In den wilden Ostertanz bauen sie alles mit ein, was man an Ostern ebenso hat. Die Eier stellen sie im Kreis um sich herum. In der Mitte tanzen sie. Die Eier bilden sozusagen ihre Tanzfläche. Auch einen Osterhasen gibt es. Aber keinen echten Osterhasen, sondern einen Osterhasen aus Plüsch zum Knuddeln. Denn der ist der Tanzpartner für Luisa und für Sophia. Und nachdem sie draußen tanzten, konnten sie Mama und Papa überzeugen, ein kleines Lagerfeuer anzumachen. Ein Osterfeuer, das brennte daneben. Und so tanzten Sophia und Luisa den wilden Ostertanz den ganzen Montagnachmittag bis spät in den Abend. Und sie sind sich ganz, ganz sicher, dass sie diesen Ostertanz nächstes Jahr wieder aufführen. Als sie später ins Bett gehen sollten, sind sie wie immer zuerst ins Bad gegangen, um sich die Zähne zu putzen. Und als die beiden aus dem Fenster schauten, konnten sie fast nicht glauben, was sie da sehen. Draußen standen immer noch die Eier im Kreis aufgestellt und in der Mitte stand nun Mama und sie tanzte genau wie Sophia und Luisa einen wilden Ostertanz. Sie riss ihre Hände nach oben, die Beine flogen nach rechts und nach links. Sie tanzte wirklich ausgesprochen wild. So wild, dass Sophia und Luisa einfach nur kichern konnten und sie wussten, dass tatsächlich ab diesem Tag eine neue Tradition besteht. Der wilde Ostertanz. Und deshalb freuen sie sich schon jetzt auf den nächsten Ostermontag im kommenden Jahr. Denn Sophia und Luisa, die wissen, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Und morgen die Geschichte Raphael und das verlorene Wort.